Ihr könnt uns für den Comedy-Preis nominieren. Alle Infos in der Infobox. Geht ganz easy. Danke. 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 Macht mit. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem neuen, absolut viralen Hit. Macht einen riesen fetten Applaus für Eckart von Hirschhausen! Ja! Dankeschön! Please sit down, nimm Platz in unserem Wohnzimmer. Ist ja auch so extrem warm. Ja, deswegen habe ich mich auch luftig gekleidet. Ich habe den Kamin angeschmissen. Ach, deswegen bist du unten nackt, weil es so, quasi so warm ist. Richtig, ich trage gern baumeln. Du auch sicherlich, wenn du privat bist zu Hause. Wie hängst du dann rum auf der Couch? Wirklich so wie hier oder bist du nackt? Ich dusche nackt zum Beispiel. Ach so, das mache ich doch für so nicht. Einer. Aber ich finde, ihr macht natürlich echt was her mit den Anzügen. Und wenn ihr dann in Hirschhausens Quiz des Menschen kommt, dann habe ich auch wieder einen Anzug. Das wollen wir gleich, denn wir sind morgen zu sehen. Ah, sage ich gleich. Wir werden Fernsehstars, Freunde. Ihr wisst doch gar nicht, was abgeht. Ich bringe euch ganz groß raus. Das haben schon so viele gesagt, aber ich hoffe, du machst es wirklich. Du bist ja nicht nur, ich habe es mal aufgeschrieben, Arzt, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian, Klimaschutzaktivist und Schriftsteller. Du bist ein Alleskönner, du bist das Gesamtpaket, du bist das Package. Wir haben viele Promis hier uns rausgesucht, die Probleme haben. Und du kannst diesen Promis sicherlich helfen. Oh mein Gott. Das heißt, deine Aufgabe ist, das gleich vorzulesen. Danach werden wir gemeinsam intervenieren. Was kann er, sie, es tun? Bist du bereit? Ja, schieß los. Sehr gut. Von Kai Pflaume, what's poppin', Hirschi? Ich war gestern voll YOLO unterwegs und habe mir bei einem Backside 180 Heel Flip die seitlichen Bauchmuskeln gezerrt. Meine Side-Chick sagt, ich soll sofort zum Doc, aber heute Abend steht ein fetter Stream an. Was soll ich tun? Highfly Kai. Was kann Highfly Kai tun? Der hat sich einen Bauchmuskel gezerrt. Ist dir das schon mal passiert, Bauchmuskelzerrung? Ich bin immer ganz eifersüchtig, wenn es bei so Fußballern heißt, die haben eine Bauchmuskelzerrung, wo ich mir denke, okay, wenn du das schon hast, dann ist das schon wahrscheinlich irgendwie doch ein gutes Zeichen. Ja, ich litt ja jahrelang unter so einem Waschbrettbauch, den habe ich mir jetzt wegmachen lassen. Ich habe mir ein bisschen körpereigenes Fett hier an der Seite wieder untergespritzt. Mal wieder Mensch sein. Ja, ich war so leid, dass die Frauen immer nur meinen Körper wollen. Ja, was würdest du denn dem Kai Pflaume empfehlen? Was kann man machen? Weil Zerrungen. Ich habe gehört, heiß duschen. Eine Zerrung macht im Muskel. Muskel ist ja so ein Gewebe, was so ganz, ganz viele Fasern ineinander greifen lässt. Und Zerrung reißt sozusagen diese Mikrofibrillen auseinander. Ach so. Und dann gibt es eine Entzündung. Und das kennt man so bei den Fußballern, die brauchen eher Kühlung. Also eine Kühlung. Die Eiswanne. Ja, die Eiswanne. Die Kühlung sorgt dafür, dass die Entzündung nicht so aufflammt. Dann kann man sich überlegen, ob man etwas Anti-Inflammatorisches nimmt. Also, was heißt das? Das heißt Schmerzmittel. Okay. Nee, danke. Zenny. Also sowas wie Ibuprofen. Mhm. Und dann vor allen Dingen ein bisschen Ruhe. Weil Kai ist ja wirklich ein absolutes Genie. Ein wirklicher Entertainer durch und durch. Der ist fit wie nie, ne? Der ist der, fit wie ein Turnschuh. Also, wirklich ein sehr, sehr netter Kollege. Auf jeden Fall. Und auch bei der Jungzielgruppe sehr bemüht. Also, lieber Kai, schon dich und bleib ruhig, mein Freund. Du hast genug geleistet in deinen 50 plus Jahren. Du hast genug gemacht. Mach mal Pause. Annalena Baerbock. Hallo, Herr Hirschhausen. Ich klage über starke Schmerzen im linken Abschreibarm. Ich würde das N-Wort gern vermeiden, außer es geht nicht anders. Dann wäre es vollkommen okay. Ich meine natürlich die Narkose. Ach, das ist das N-Wort. Ja, klar. Ah, okay. Ja, dann einfach mal Anästhesie sagen. Das rutscht nicht so schnell raus. Ja, das stimmt. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass ich diese Skandale in Anführungsstrichen um irgendwelche Zitate ein bisschen überdosiert finde. Mhm. Weil ich tatsächlich finde, in diesem Wahlkampf muss es um zentrale Themen gehen. Mhm. Ich meine, die eigentliche K-Frage ist die Klimafrage. Und da gibt es in den verschiedenen Parteien vernünftige Leute und Spinner. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich davon auch nicht ablenken lässt. Also ich sehe da auch ein deutliches Potenzial an Leuten, die gezielt auch bestimmte fortschrittliche Ideen blockieren wollen. Weil, also kann man lange drüber reden, ist auch mein Herzensthema. Dass wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns und wir wirklich in einer bedrohlichen Scheiße sind. Das muss man so klar sagen. Und das Dilemma bei manche Leute einfach noch nicht. Ne? Also als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann die Therapiemaßnahmen. Und das Dumme ist in unserer Demokratie, ich bin ja großer Fan der Demokratie, aber wenn du den Leuten sagst, man wird ein paar Dinge machen, die jetzt nicht so
populär sind, dann wirst du erstmal gar nicht gewählt. Und deswegen ist das eine Gratwanderung, wie viel traut man den Wählern auch zu. Und vor allen Dingen, eure Generation wird das auch ausbaden, was meine Generation auch an Ressourcen verballert hat und an politischen Entscheidungen nicht getroffen hat. Ja. Dass wir in NRW weiter Kohle verstromen, ist einfach ein Verbrechen. Kann ich nicht anders sagen. Und ist da es denn, glaubst du, es ist wirklich so, dass Menschen in der Politik sich sagen, ich bin jetzt 73, mir ist das egal und deswegen habe ich keinen Bock mehr, diese Entscheidung zu treffen? Die meisten Leute haben, wie du völlig gesagt hast, noch nicht den Ernst der Lage geschnallt, glaube ich. Und deswegen ist das der erste Schritt, dass man sich erstmal klar macht, das, was wir gerade auch mit der Flutkatastrophe gesehen haben, was wir mit Dürre, mit Hitzetoten auch in Deutschland haben, das ist der Anfang von etwas, was erstmal die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht besser wird. Du hast mir gesagt, dass es mehr Hitzetote gab letztes Jahr als Corona-Tote, oder war es irgendwie so? Hast du dich vorbereitet? Ich habe mich natürlich vorbereitet. Öffentlich-rechtlich, Funk! Hey, natürlich, öffentlich-rechtliches Angebot, wir müssen vorbereitet sein. Du tust dich sonst nie vorbereiten. Hör auf zu lügen oder wir streichen euch das Geld. Kennt ihr noch analoge Fieberthermometer? Also so, die man sich reinschiebt? Ja, oder eben auch unterm Arm oder unter der Zunge oder im Po. Alle Fieberthermometer dieser Erde enden bei 41 Grad. Warum? Weil 42 Grad hält der menschliche Körper einfach nicht aus. Da ist Ende Gelände. Und warum? Weil unser Hirn aus Protein besteht, ein bisschen Fett, ein bisschen Wasser. Und Proteine verändern ihre Struktur ab 42 Grad. Wie bei einem Ei quasi, das dann stockt. Wenn du ein Ei in ein Wasserbad packst, dann verändert sich das irreversibel. Mhm. Ja, irreversibel ist ein wichtiges Wort, weil das heißt nicht wieder umkehrbar. Das Ei wird nicht wieder weich, wenn es abkühlt. Und genauso sind wir in unserer Birne matsch, wenn wir über 42 Grad Körpertemperatur kommen. Dann. Hitzetote zu definieren ist nicht so einfach, weil die ja nicht an dem Tag sterben, wo es 40 Grad im Zimmer hat. Aber es sind maßgeblich die Leute, die schon vorerkrankt sind, die Omas und Opas mit einem schwachen Herzen, mit einer schwachen Lunge, mit Diabetes, wo auch die Wärmeregulation nicht mehr so funktioniert, die vielleicht auch ein bisschen verhuscht sind, nicht mehr genau wissen, wie viel sie getrunken haben und. Und das sind alles Menschen, die ohne diese Hitzewelle nicht gestorben wären. Also es geht um diese berühmte Übersterblichkeit, wie bei Corona. Und das ist ein Riesenthema. Und weil die aber einzeln sind und nicht sozusagen alle im Bus in den Abhang runterfallen, redet da keiner drüber. Aber wir reden darüber. Ich finde auch diese 1,5 Grad, die klingen ja überhaupt gar nicht viel. Aber es ist diese 1,5, deswegen verstehen das viele, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube, wenn es jetzt 100 Grad heißen würde, dann würde man sagen, ja klar, 100 Grad verstehe ich, dann gehe ich in Flammen auf. Aber diese 1,5, die klingen ja so extrem klein. Man denkt immer, komm, Ja genau, ja, die kriegen wir 1,5 Grad mehr oder weniger. Ein paar mehr Tage am Swimmingpool. Ja, genau, aber das ist ja gar nicht so. Dann ist es geht um die Extreme. Ja. Also es geht um die Extreme in der Hitze, als auch in Regen, in Schauer, in wirklich Hurricanes auch weltweit. Und deswegen muss man sich klar machen, wir hatten 10.000 Jahre enormes Glück, dass wir ziemlich stabile CO2-Gehalte in der Atmosphäre hatten und stabile Wettersituationen. Und deswegen konnten wir uns um so schöne Dinge im Leben kümmern. Ja? Wir mussten uns nicht ständig in Katastrophenabwehr der Natur gegenüber den ganzen Tag Angst machen, sondern wir konnten eine Demokratie aufbauen. Wir haben Kunst, wir haben Kultur, wir haben Erfindung, wir haben Fernsehen, wir haben Internet. Und all das ist ein gutes Leben. Und ein gutes Leben ist nicht für mich gekoppelt an wahnsinnig viel Ressourcen verbrauchen, sondern an Spaß miteinander haben. Und das müssen wir lernen. Das ist eigentlich die wichtigste Stellschraube, jetzt eine Idee davon zu entwickeln, wo wollen wir hin. Und deswegen habe ich ja auch mein Buch genannt, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Weil im Moment hier, um auf die Annalena Baerbock zu kommen, wir reden ständig über Dinge, auf die wir alle verzichten sollen. Wenn man weniger Fleisch isst und länger lebt und weniger Herzinfarkt und Schlaganfall hat, das ist doch kein Verzicht. Ja, das stimmt. Also diese Worte passen einfach nicht. Ja. Glaubst du, wir schaffen das? Oder glaubst du, die Menschheit ist dem Tode geweiht? Es lohnt sich, um jede Tonne CO2 und um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Und ich möchte, wenn ich mal 80 bin und zurückschaue, in den Spiegel gucken können und sagen, ich habe es wenigstens versucht. Mhm. Und ich habe es versucht, in die Medien zu bringen. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe eine Stiftung gegründet. Ich habe allen Leuten, ob sie es hören wollten oder nicht, gesagt, Leute, das ist ernst. Das ist kein Problem von Eisbären, sondern von uns Menschen. Mhm. Und wir müssen die Grenzen des Erdsystems respektieren, weil der Erde ist wurscht, ob es Menschen gibt oder nicht. Ja. Und wenn wir hier eine gute Zeit haben wollen, auf dem einzigen Planeten mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, der einzige Planet mit Schokolade, Sex und Kaffee. Und euch beiden. Besser wird es nirgendwo. Schokolade, weiter. Sex, Kaffee und wir. Das sind die einzigen Sünden auf dieser Welt. Pietro Lombardi möchte wissen, hey Brudi, ich war letzten Mittwoch bei einer Senorita, die sah aus wie Adriana Lima. Wir spielten FIFA, rauchten Shisha und es seitdem juckt mir der Pieper an. Schick mal bitte guten Tipp, Bro. Was kann man machen, wenn es unten juckt? Dennis, du kannst mich deine Gedanken. Nee, ich sag gar nichts, ich kann auch dazu gar nichts sagen. Da sagt der Fachmann, da musst du Abstriche machen. Was heißt Abstrich? Muss man dann in die Harnröhre? Ja,
Oh Gott. Schön. Du musst natürlich erstmal wissen, womit du es zu tun hast. Also, du sammelst die Viren quasi durch diesen Abstrich. Es können Viren sein, es können natürlich auch Bakterien sein. Und zum Beispiel ist Syphilis auch nach wie vor ein Thema. Mhm. Und deswegen, wenn man poppt mit Kondom. Und zum Zweiten, dann, wenn man Probleme hat und merkt, da ist irgendwas, auf keinen Fall irgendwie versuchen, das zu vertuschen, sondern Diagnose holen, mhm. Therapie holen, bevor man andere wieder ansteckt. Telefonsex ist AIDS-sicher. Das ist wahr. Shirin David, Herr Hirschau, Sie war übrigens auch schon mal in der Sendung. Habe Ihre Nummer von Carsten Stahl. Wer ist denn Carsten Stahl? Mobbing. Deutschlands bekanntster Mobbing-Trainer. Ja, Mobbing-Experte, also der ist gegen Mobbing. Der mobbt nicht. Also der, der trainiert nicht Mobbing, sondern... Also, der wollte das sagen. Mobbing-Trainer. Ey, weißt du, wie Mobbing geht? Hör mal, Timo, so geht das. Zwar geht es um meinen Bubble-Butt, der bei jedem Hinsetzen schmerzt. Ich bin verzweifelt. Ich würde gerne in Ihre Praxis kommen. Bitte räumen Sie dann Ihr Wartezimmer, denn ich bin Shirin David. Falls Sie mich nicht kennen, bitch, do your research. Nein, Shirin kenne ich tatsächlich, allerdings vor einer Zeit, wo Sie noch nicht so viele kannten. Da war sie bei Frag doch mal die Maus zu Gast und hat so eine Frage gemacht, mit wie vielen Nagellackflaschen man ein Auto lackieren könnte. Das haben wir dann ausprobiert. Was war die Antwort? Viele. Frag mich nicht. In der Mediathek. Da schauen wir gleich rein. Nein, also, Ihr Hintern schmerzt. Es wird immer moderner, dass man sich irgendwie ganz viele Sachen am Körper aufspritzen lässt. Viele lassen sich mittlerweile auch so Arschimplantate geben. Weißt du, wenn man so Lippen größer und sinnlicher macht, da wird auch Fett am Po abgesorgt und unter die Lippen gespritzt. Und wir Typen fallen voll darauf ein. Du denkst, du küsst sie auf den Mund? Eigentlich küsst du den Hintern. Ja, das ist wirklich so. Und dann wird ja noch alles gebotoxt. Und tatsächlich bei Schauspielern, auch in den USA, die nehmen inzwischen europäische SchauspielerInnen. Warum? Weil die noch ein bisschen Gesichtsausdruck haben. Du kannst ja mit Botox nicht mehr verschiedene Gesichtsausdrücke machen. Ist ja bei Nicole Kidman so, ne? Dass sie quasi nur noch gerade ausgucken kann. Freund hat mir neulich einen Post gezeigt, hat er im Urlaub einen Stein gefunden, der kannte alle Gesichtsausdrücke von Til Schweiger. Ich meine, natürlich, jeder muss am Ende ja für sich selbst entscheiden, ob er es schön findet oder nicht, ja, klar. Aber es sind ja trotzdem Fremdkörper, so ein Kissen, was man sich in den Hintern macht. Da ist doch ein Fremdkörper erstmal für den Körper. Ja, und das ist, das gibt immer wieder diese Verkapselung. Das kennt man auch von Brustimplantaten. Dann reagiert der Körper, weil er sagt, das gehört doch nicht zu mir. Was ist denn das Komisches? Werde ich irgendwie nicht los? Ich kann es nicht rausschieben. Dann macht er so eine Bindegewebeschicht drum. Dann entzündet sich die. Dann tut es Hölle weh. Und dann wird es wieder und wieder operiert. Also ich finde, die Zeit ist reif für ein Ja zu den Körpern, so wie sie sind. Richtig. Ja, und wir sind ja Gott sei Dank auch in Deutschland viel weitergekommen, nicht mehr Leute immer nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen oder nach ihrem Body oder das so gleichzusetzen, dass Schönheit Intelligenz bedeutet oder guter Mensch zu sein und so weiter. Und ich bin da auch mit dem Quiz, haben wir wieder ganz, ganz viele tolle Filme auch gemacht über Body Positivity. Hirschhausen Quiz des Menschen, da sind wir auch. Dabei morgen, soll man sagen? Morgen sind wir dabei und 20.15 Uhr natürlich. Ne? Du machst hier im Ersten, du machst die Primetime. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Ich muss noch einen Satz loswerden zu diesem Shirt. Mhm. Erzähl. Das ist eine Aktion. Wenn man mal irgendwie bekannter wird, dann gibt es ja viele Leute, die sagen, Mensch, mach mal hier Schirm her und da spende was und da setze ich auch noch ein. Aber trotzdem habe ich hier gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee. Das sind nämlich Leute, die designen Street-Klamotten. Zum Thema Organspende. Gab es bisher noch nicht. Deswegen steht hier Harvest Me, ernte mich. Und hier unten, das müsstest du mal vorlesen. Ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Aber es ist ja ganz einfach für jeden da draußen auch, sich einen Organspendeausweis einfach auszudrucken und dann einfach ins Portemonnaie zu stecken oder in den Geldbeutel. Ja, also es kommt gar nicht auf den Ausweis an, es kommt auf die Haltung an. Die blödeste Situation ist die, dass jemand auf der Intensivstation ist, hirntot ist und keiner weiß, was der wollte. Mhm. Thomas Gottschalk, hallo Eckart, ich schmiss mich 87 Mal für ein Bravo-Shooting in einen Kittel. Da weiß ich genau, wie sich Ärzte fühlen. Darum komme ich direkt auf den Punkt. Für mein neues RTL2-Format muss ich zwingend zur Probe. Kannst du mir eine Krankschreibung ausstellen? Ja, Thomas Gottschalk, er hasst ja Proben. Da ist er auch vor dir. Da hinten habe ich ihn auch schon entdeckt. Ja, der ist ein kleiner Stalker. Kannst du Krankschreibungen ausstellen? Ja, ich habe keine Kassenzulassung mehr, aber ich darf Rezepte ausstellen zum Beispiel. Ich darf auch in der Apotheke sozusagen... Das heißt, wenn ich Husten habe, kannst du mir Hustenmittel. Ich kann dir Dinge besorgen, die du alleine nicht kaufen würdest. Sprechen gleich.
Wie ist es bei dir? Willst du viel proben vor der Sendung? Weil, oder wie ist das bei dir? Nee, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie unterschiedlich Live-Leute sind und klassische Fernsehleute. Und Thomas ist auch ein absolutes Live-Genie. Ja? Also der blüht auf, wenn er ein Publikum vor sich hat. Diese Wetten, das Abende, die waren bei uns in der, auch für Kinder heilig. Und ich habe da großen Respekt vor. Ich war einmal auch bei einer Wetten, das Sendung hinter den Kulissen und später war ich dann, war es aber schon Markus Lanz auch mal auf dem Sofa. Und sorry. Mein Beileid. Wie heißt das mit der? Ja, was steht jetzt mal zu Wetten, das eingeladen und dann wird mir gesagt. Wer zu spät kommt, ja. Nein, aber die, ich habe dann eben, ich kenne auch einen der Autoren, die für ihn geschrieben haben. Und die sagt immer, ja, die schreiben irgendwas auf die Pappe, aber er guckt da sowieso nicht hin. Ja, der, ja, ist mir auch wurscht. Ist völlig wurscht, ja. Ist mir auch wurscht, hier ist Bing. Jeder Person für Eckert zu erwischen. Wir sehen uns morgen in deiner tollen Show. Ist ja alles live on tape, beziehungsweise komplett live. Und ja, 2015. Wie die Sendung auch, ja, wie diese auch, natürlich, es gibt ja keine Schnitte. Oben gibt es ein Video von Mr. Wissen to Go. Muss auch drauf zeigen. Und zwar Corona-Impfpflicht. Nein, danke. Und unten gibt's Kai weiß sowas mit Kai Pflaume. Da haben wir schön mit ihm gespielt. Ja. Das war toll. Auf Wolf euch wiedersehen und farewell.